Das ist die große bunte Toy Show. Willkommen bei Big Colorful Toy Show. Ja, mit einer weiteren Folge Nerd in Nature. Diesmal habe ich mir den 200X Mini Skeletor mitgenommen. Und zwar genauer die Snake Armor Version. Ja, die war eine weitere Figur aus diesem 4-Pack, das ich habe. Ja, schauen wir uns mal an. Der Detailgrad ist natürlich wieder sehr krass, also für so eine Mini-Figur, wenn man sich mal überlegt, ja, wie klein die ist. Hier mit diesen Schlangendetails, auch hier auf der Base schlängeln sich so, ja, so Schlangen. Und hier auch diese Greifwaffe, ja, damit er die Schlangen abwehren kann vermutlich. Der Panzer besteht vermutlich aus einer, ja, Totenschlange. Ah, der hat sogar Artikulation. Ja, Waist Twist. Wie vintage. Habe ich gar nicht gewusst, denn ich habe ihn mir bisher nur einfach hingestellt. Ja, hier ist er von hinten. Heute haben wir wieder Glück. Ja, der Sonnenuntergang ist schon bald, heute ein bisschen früher, deswegen ist es noch ein bisschen heller. Aber er ist schon bald soweit. Die Waffen sind natürlich nicht abzunehmen. Er hat ein riesen Schild mit einem Totenkopf von, ja, vermutlich einem Schlangenmann. Sieht zumindest eher so nach Menschenschädel mit langen Zähnen aus. Ja. Das Gesicht typisch bei der 200X Line, einfach dieser kleine Mini-Puppe-Skeletor-Kopf, ja, gefällt mir nicht so gut. Ja, wie ja schon erwähnt, ist mir jetzt nicht so. Gefällt mir nicht so gut. Die 200X-Line ist ja allgemein sehr in der Kritik in der Sammler, in der Moto-Sammlerwelt, weil sie einfach einen ganz eigenen Weg gegangen sind. Die, ja, eigentlich die Four Horsemen damals auch schon. Aber sie haben schon eigentlich geile Designs geschaffen. Irgendwie natürlich ist es so, hier fehlt natürlich so ein bisschen dieser Vintage-Vibe. Also da denke ich jetzt nicht an meine Kindheit, wo ich mit Skeletor gekämpft habe, weil, also so hat er garantiert nie ausgeschaut. Also auch nicht in meiner Vorstellung. Aber nichtdestotrotz ist es, wenn man ihm eine Chance gibt oder allgemein der 200X-Line, sind ein paar schöne Designs dabei. Ich verstehe jeden, wenn er die jetzt nicht so präferiert, ja, und auch nicht unbedingt sammelt. Ich werde sie auch nicht sammeln. Nur ein paar einzelne Stücke, ja, so ein bisschen cherrypicken. Aber die habe ich ja schon. Die gefallen mir auch ganz gut. Eigentlich habe ich sie hauptsächlich wegen Ramman und Orko gekauft. Ja, weil ich so eine kleine Ramman und Orko-Sammlung habe. Und die zwei waren halt noch dabei hier. Der Skeletor und der He-Man. Der kommt dann auch als nächster. Aber irgendwie sind sie doch ganz schnucklig. Aber ich glaube, mir geht auch der Platz aus. Also wenn ich da jetzt noch ein Sammlergebiet aufmache. Ich weiß noch gar nicht, wo ich die Origins hinstellen soll. Wie macht ihr denn das mit den Origins? Habt ihr Platz? Wenn ja, wo stellt ihr die hin? Seid ihr Classic-Sammler? Seid ihr Vintage-Sammler? Habt ihr auch die Neo-Vintage? Oder sagt ihr, okay, ich präferiere das eine Feld und die anderen interessieren mich alle nicht? Und was haltet ihr für die 200X an sich? Ja, die werden vielleicht jetzt auch immer interessanter. Hm, ja. Das ist der kleine Mini-Skeletor. Kommt ihr Schlangen, los! Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Der hat übrigens schon ein bisschen Probleme mit Stehen, weil er so ein riesen Schild hat, das er so weit wegstreckt. Im Vergleich zu den anderen, trotz Riesen-Base. So, genau, das war's jetzt mit meiner Review. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn nicht, denkt dran, es geht immer wieder aufwärts im Leben. Jede Medaille hat zwei Seiten. Lasst euch nicht unterkriegen. Denkt dran, wir Moto-Fans halten zusammen. Also zumindest gedanklich. Ihr könnt mir doch ein Abo dalassen. Ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss.
So, noch eins. Vielleicht lade ich euch demnächst auch in die Kiesgrube ein, wo ich früher gespielt habe. Natürlich mit Moosman und den Felslingen. Ja, die Naturburschen unter den Masters. Da freue ich mich schon drauf.